sieht katastrophal aus. Du bist richtig rotfleckig, aber man sieht, dass du Make-up drauf hast. Oh, aber da hättest du besser keins genommen. Okay. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video vergleiche ich 4 Foundations von Judith Williams, denn ich hatte mir ja schon letztes Jahr, als sie im DM mit ihrer Make-up-Linie rausgekommen ist, direkt 2 Foundations gekauft. Einmal das Fast and Easy Make-up und die Anti-Aging Foundation. Und jetzt kamen sie nach und nach auch noch mit weiteren Produkten raus, unter anderem auch die Cream and Care Foundation und die Long Lasting Foundation. Das Schöne an diesen Produkten ist, dass sie sich wohl der Haut anpassen sollen. Ich war bislang nicht so überzeugt davon, muss ich ehrlich gestehen. Ich werde euch auch meine Reviews, die ich vorher gemacht habe, einfach mal in der Infokarte verlinken. Und da es jetzt mittlerweile 4 Stück sind, war ich doch neugierig, auch vor allen Dingen auf das Neueste hier, und wollte sie einfach mal alle gegenüberstellen. Das heißt, ich habe alle Foundations aufgetragen auf mein Gesicht. Ihr könnt einen direkten Vergleich sehen. Ihr könnt auch sehen, dass es tatsächlich einen Farbunterschied gibt, obwohl es ja eigentlich hautangleichend sein soll. Also insofern, wenn euch das interessiert, ist das genau das richtige Video für euch. Vor allen Dingen, weil wir jetzt in Corona-Zeiten die Sachen auch gar nicht swatchen können. Und so könnt ihr vielleicht sehen, welche besser vom Farbtyp zu euch passt. Und vor allen Dingen auch von der Konsistenz, Beschaffenheit, Geruch, wie lange es hält. Generell, wie es auf dem Gesicht ausschaut. Ich kann euch natürlich das nur mit meinem Gesicht zeigen. Aber wenn ihr einen ähnlichen Hauttyp habt oder eine ähnliche Hautfarbe, dann könnt ihr das vielleicht auch gut einschätzen. Ich habe, damit ihr einen Vergleich wisst, bei MAC bin ich ein NC30 ungefähr. So in dem Dreh. Manchmal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, aber das passt sich bei mir ganz gut an und verschmilzt sehr gut mit meiner Haut. Ja? Das heißt, so ein neutraler, Tendenz zu warmen Unterton und so ein mitteldunkler Hauttyp. So könnte man es ausdrücken, ja? Dann habt ihr einen Referenzwert. Ich werde euch natürlich die Preise von den Foundations einblenden. Ich werde euch meine Meinung dazu sagen. Und ich werde auch die Meinung meines Mannes einblenden, denn der hat zu jedem fertigen Look quasi mal seinen Senf dazu gegeben. Und ja, wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, ihr Lieben. Und übrigens, kurze Frage an euch. Denkt ihr, dass ich aktuell jetzt gerade eine Foundation von Judith Williams drauf habe? Pausiert mal kurz das Video und schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr denkt, dass das eine Foundation von ihr ist. Und dann löse ich das natürlich ganz am Ende des Videos auf. Und jetzt geht's los. Bevor wir starten, ich habe immer meine linke Hälfte mit dem Primer von ihr eingerieben, um einfach mal zu schauen, ob das Ganze einen Unterschied macht. Und die andere Hälfte nicht, dann habe ich teilweise mal einen Schwamm verwendet, dann auf der anderen Seite einen Pinsel. Meistens mache ich es aber eh so, dass ich mit dem Pinsel reingehe und danach mit dem Schwamm nochmal nacharbeite. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich ihren Schwamm ziemlich gut finde, denn sie hat auch einen neuen Beauty Blender quasi in der Art. Und das Ding ist aber wesentlich größer als der Original Beauty Blender. Es ist auch ein bisschen weicher, aber ich bin damit sehr gut zurechtgekommen und den würde ich euch tatsächlich empfehlen. Den finde ich richtig gut. Und noch eine Sache vorab, ich habe jetzt hier gerade auf den Lippen von ihr dieses Plumping Lip Gloss mit Hyaluronsäure. Das finde ich auch richtig gut, das finde ich hat eine sehr, sehr schöne Farbe und die Produkte gefallen mir wirklich sehr gut. Und jetzt sage ich euch was zu dem Fast and Easy Make-up. Los geht's. Und zwar, ich fange mal mit dem leichtesten an und das, was sie auch schon letztes Jahr hatte. Ich weiß aber, nicht jeder hat das Video gesehen und vor allen Dingen habe ich mir auch überlegt, vielleicht ändert sich ja auch meine Meinung. Das kann ja durchaus sein. Meine Hautbeschaffenheit ist ja auch ganz anders als vor einem Jahr. Ne? Auch der Hauttyp verändert sich, dann Wetterlage und so weiter und so fort. Deswegen habe ich gedacht, gib der Sache einfach mal eine zweite Chance. Ich war letztes Jahr, ehrlich gesagt, nicht so sehr begeistert und leider Gottes hat es sich auch nicht so sehr verändert. Aber ihr werdet es jetzt einfach mal sehen. Es geht erstmal um das Easy and Fast Make-up, Hautton anpassend, ebenmäßiger Ton und Feuchtigkeit steht hier drauf. Das ist eine auf Wasser basierende, seidige Emulsion, die sich direkt dem Ton ideal anpasst und zart abdeckt. Für einen absolut natürlichen Look, ein sanfter Weichzeichner-Effekt, mildert Fältchen optisch und bewirkt ein perfektioniertes Hautbild. Und ich muss sagen, ich stimme diesen Aussagen zum Teil zu, zum Teil aber auch nicht. Und ich zeige euch jetzt auch, warum. Denn als ich mir das aufgetragen habe, habe ich im ersten Moment schon gedacht, okay, es gleicht ein wenig meinen Hautton aus. Das ist auch so. Das ist aber auch das Einzige, was das Produkt macht. Und das Blöde ist, dass man das dann tatsächlich auf der Haut sieht, ohne dass es aber Rötungen abdeckt, ohne dass es irgendwelche Male, die ihr vielleicht habt im Gesicht, abdeckt. Und man sieht aber, dass man Produkt drauf hat.
Und das ist ja eigentlich das Blödste, was passieren kann, wenn die Abdeckung nicht wirklich da ist, aber die Hautbeschaffenheit so ausschaut, als ob ich ein Make-up drauf habe, was aber seinen Zweck gar nicht erfüllt. Und das ist leider mit diesem Produkt komplett gegeben. Das ist ein bisschen schade. Mein Mann hat es ganz schön krass ausgedrückt. Ich habe das eben nochmal gesehen und habe gedacht, holla, die Waldfee. Der kennt sich mittlerweile mit Make-up anscheinend ganz schön gut aus. Ich wollte einfach mal seine Meinung hören. Und ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß. Ungeschnitten mit dem, was er gesagt hat. Los geht's. Also, jetzt kommt noch die finale Bewertung von meinem Mann. Ich muss dir allerdings dazu sagen, ich habe keinen Bronzer, keinen Highlighter, keinen Puder drauf. Es geht jetzt wirklich nur um die Haut. Ja, aber also du hast jetzt im Grunde nur was drauf? Foundation oder was? Ja, sowas in der Art. Hm? Okay. Also ich merke schon, dass du denkst, hat die überhaupt was drauf? Nein, also jetzt pass auf. Ich habe Lidschatten drauf und ich habe Concealer drauf. Der Lidschatten, das sieht alles gut aus. Gibt es jetzt auch schönere Sachen, sag ich mal. Aber das sind an sich, die Farben sind ganz schön. Das Problem ist aber, das geht völlig unter, weil die Haut fleckig aussieht. Man sieht da noch rote Stellen, das deckt nicht richtig. Und jetzt kommt aber wirklich die allerschlechteste Note, die ich dafür geben muss. Man sieht trotzdem, dass Make-up drauf ist. Allerdings sind noch unterschiedliche Farben zu sehen. Es sind noch unterschiedliche Farben zu sehen. Man sieht auf deren Bäckchen noch so, ich sag mal so rot, das deckt irgendwie nicht richtig. Nee, das deckt gar nicht. Das ist auch ein fast ein easy Make-up, aber es deckt halt null. Ne? Es deckt irgendwie nicht, aber man sieht, da ist was drauf. Ja. Also man fragt sich, was ist das für ein Make-up oder was hat das für eine Funktion? Okay, alles klar. Dann mache ich jetzt gleich weiter mit dem nächsten. Vielleicht gefällt dir das besser. Alles klar, du kannst mir dann einfach Bescheid geben. Ja, tut mir leid jetzt. Das ist einfach ehrliche Meinung. Kann man nichts gegen machen. Ich kann dazu nichts Gutes sagen. Ne? Und du weißt, ich habe dir eins angedreht, als wir in Urlaub waren. Das kann das alles, was ich hier überhaupt... Kommen wir gleich mal gucken. Was du da drauf hast. Das ist alles Judith Williams, ja. Das sieht katastrophal aus. Du bist richtig rotfleckig, aber man sieht, dass du Make-up drauf hast. Oh, da hättest du besser keins genommen. Okay. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Okay. Danke für deine ehrliche Meinung. Du hast da rote Flecken im Gesicht. Ja. Wenn du ungeschminkt wärst, würde das weniger zur Geltung kommen. Wenn du das jetzt nicht genommen hättest, dann wärst du wenigstens gleichmäßig. So siehst du aus. Weißt du, wie diese Krankheit mit den roten Pusteln? So ein bisschen wirkt das. Darf man eigentlich überhaupt nicht so detailliert beschreiben. Diese Foundation. So, und er meinte im Endeffekt, unterm Strich wäre es besser, ich hätte mich gar nicht geschminkt, weil das natürlicher aussieht und man dann zwar auch Rötungen sieht, aber irgendwie nicht so extrem. Und ich weiß nicht, ob das in der Kamera wirklich so sehr rüberkommt. Ich glaube nämlich eher nicht. Ich hab mir das ja auch nochmal angeschaut. Vielleicht werdet ihr euch jetzt denken, was erzählen die da? Aber in der Realität war es wirklich offensichtlich, dass da was drauf ist und dass es aber nicht richtig abgedeckt ist, dass es fleckig aussieht. Und da hätte man sich den Aufwand damit wirklich sparen können. So ihr Lieben, jetzt geht's direkt weiter mit der nächsten Foundation und zwar mit der Anti-Aging Foundation. Sie verspricht Deckkraft, Hautperfektion und Elastizität. Sie ist angereichert mit Hyaluronsäure. Die Anti-Aging Foundation von Judith Williams Cosmetics punktet mit einem langen Halt, einer hohen Deckkraft und einem natürlichen Finish. Die leichte Formulierung perfektioniert das Hautbild und lässt sich mühelos verteilen. Dank in der Formel enthaltener straffender Inhaltsstoffe werden Zeichen der Hautalterung optisch kaschiert für ein jugendlich strahlendes Aussehen. Ich muss ehrlich sagen, mit jugendlich und strahlend hat die Foundation leider nicht wirklich viel zu tun. Ihr werdet das jetzt mal sehen. Ich blende euch einfach ein, wie ich das aufgetragen habe. Es lässt sich sehr leicht verteilen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Man muss allerdings dazu sagen, sie ist sehr stark parfümiert, stärker als dieses Fast and Easy Make-up. Und die Deckkraft ist aber natürlich auch was höher. Hier steht, dass es eine super Deckkraft haben soll. Das hat es meiner Meinung nach nicht. Man konnte immer noch Rötungen durchscheinen sehen. Ein positiver Punkt war, dass es nicht wirklich jetzt die Fältchen betont hat und auch nicht wirklich die Poren betont hat. Das war in Ordnung. Es gab keinen großen Unterschied, ob man einen Primer vorher verwendet hat oder nicht. Häufig hat es mir mit dem Primer sogar gar nicht so gut gefallen, sondern es sah irgendwie ein bisschen mehr heavy aus. Und das war so auch generell das ganze Problem an dieser Foundation. Ich fand, dass sie doch sehr schwer auch auf der Haut wirkte
und dass sie einfach für meinen Hautton viel zu hell war. Ihr könnt das nicht sehen, nur im Vergleich zum Dekolleté, aber wenn ihr es im Vergleich zu den Armen seht und generell auch in der Realität, war das wirklich zu hell. Hier mit den ganzen Lichtern ist meine Haut eh so ein bisschen ausgeglichen, aber im Tageslicht sieht das Ganze aus wie eine Maske, einfach zugekleistert und zu hell. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was mein Mann dazu gesagt hat und dann sage ich euch, für wen ich denke, das vielleicht doch in Frage kommen könnte, theoretisch. Viel Spaß. So, Herzchen, bist du da? Ja. Und, wie ist das? Also, das ist auf jeden Fall ein wesentlich gleichmäßigeres Ergebnis. Aber auch hier sieht man sieht einfach, da ist Make-up drauf. Das ist jetzt matt, mag einigen gefallen. Ich finde, es sieht unnatürlich aus. Irgendwie wirkt das wie bemalt, ja? Zugekleistert. Und es sieht doch aus, als ob das eine komplett andere Farbe ist. Ja, ja. Also fleckig ist es auch, nur es deckt insgesamt was mehr, aber es ist trotzdem fleckig. Es ist keine gleichmäßige Deckung oder so da gegeben, okay. Ja. Und ich finde auch, das kriecht so ein bisschen, aber... Wo denn? Also jetzt, du darfst nicht unter den Augen gehen. Unter den Augen? Nee, das darfst du nicht gehen, weil da ist Concealer, den ich jetzt nochmal aufgetragen habe. Das hat damit nichts zu tun. Kein Problem, okay. Moment mal ganz kurz. Du sollst die Haut beurteilen, nicht was unter den Augen ist oder so, ja? Also auf jeden Fall, die Haut wirkt unnatürlich, es wirkt matt und bemalt und wirkt auch, als irgendwie was Künstliches aufgetragen ist. Ich finde auch halt, die Farbe passt überhaupt nicht. Die ist zu hell und irgendwie zu kühl auch, ne? Das ist so eine kalte, helle Farbe, habe ich den nicht, Eindruck. Ich weiß nicht, ob das an der Farbe liegt. Das sieht einfach geschminkt aus. Das sieht aus, als ist da Tonnen, als wäre da tonnenweise Make-up drauf. Und das ist, wie du weißt, keine gute Note. Nee, das weiß ich. Okay, vielen Dank, Hasi. Ich brauche dich gleich noch zweimal. Kein Problem. Ich teste weiter. Aber das sieht, würdest du sagen... Aber schon mal wesentlich besser als eben. Ja. Wenn auch hier, wenn es jetzt auch, man muss sagen, wesentlich geschminkter aussieht als eben das. Mhm. Wenigstens ist auf den ersten Blick erstmal alles so ein bisschen abgedeckt. Erstmal alles abgedeckt und wesentlich gleichmäßiger als eben das. Aber fleckig ist das auch noch. Also das hat trotzdem, dass das irgendwie, jetzt sagen wir mal, dick draufgespachtelt aussieht, deckt das nicht alles ab. Okay. Tja. So ist es, ne? So kann man nichts machen. So, also ich meine so. Mein Problem ist ja jetzt wirklich, ich habe massive Rötungen an den Wangen, an der Stirn. Ich habe immer wieder Stellen, da habe ich so trockene Hautschüppchen und so weiter. Also ich habe schon Hautprobleme. Wenn ihr jetzt 20 seid, keinerlei rote Stellen im Gesicht habt, auch keine Pickel, dann wird die Foundation wahrscheinlich gut funktionieren. Auch wenn ihr 50 oder 60 seid und ihr habt keinerlei Rötungen. Es gibt ja viele Frauen, die haben keine Rötungen, die haben einfach nur eine trockene Haut zum Beispiel. Ich glaube, dann funktioniert das auch sehr gut. Ihr müsst allerdings bestimmt 2 Nuancen heller sein als ich, damit sich das wirklich richtig gut eurem Hauttyp anpasst. Und ihr müsst auch auf eine Beduftung stehen bei Foundations. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich euch davon echt abraten und lieber zu was anderem greifen. Außerdem ist es auch schön abmattiert. Also so wie mein Mann das gesagt hat, wenn man darauf steht, ist das ja in Ordnung, aber für mich ist es überhaupt nichts. Und dass es so maskenhaft rüberkommt, das liegt wahrscheinlich bei mir tatsächlich daran, dass es einfach nicht sich meinem Hautton angleicht. Wenn das jetzt genau meine Hautfarbe gewesen wäre, dann würde das ja gar nicht so sehr auffallen. Aber in dem Fall ist es einmal die Optik, also der Farbunterschied und auch dieses Heavy-Gefühl auf der Haut. Das ist leider echt nicht schön. Hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Und ich würde es euch generell eigentlich auch nicht empfehlen. Da gibt es leichtere Formulierungen, auch im DM, die besser abdecken und sich nicht so heavy auf der Haut anfühlen. Also zu meinen Alternativempfehlungen komme ich übrigens auch nochmal gesondert in einem anderen Video. Heute möchte ich einfach nur mal Judith Williams Sachen testen. Und hier sind auch noch ein paar dabei. Es wird besser, sage ich mal so viel, ja? So, okay. Als nächstes machen wir weiter mit Judiths Cream and Care Foundation. Starke Deckkraft, langanhaltend, intensive Pflege, das sind die Claims. Es ist ein Feuchtigkeitskomplex. Diese extra cremige und langanhaltende Foundation vereint perfekte Deckkraft mit langem Halt und hilft, die Feuchtigkeit in der Haut zu speichern für einen strahlenden, gesund aussehenden Look. Und auch hier muss ich wieder sagen, es stimmt zum Teil. Die Haut ist auf jeden Fall strahlender, aber gesund sieht es aufgrund der Farbe leider nicht aus. Das werden wir aber gleich mal sehen.
Sie ist auch mit die teuerste von allen Varianten und das ist die einzige Variante, die auch nicht vegan ist. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Das heißt, hier ist irgendein tierischer Bestandteil drin. Welcher, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe mir jetzt nicht alle Inhaltsstoffe durchgesehen. Ich bin auch kein Wissenschaftskanal. Ich wollte es nur erwähnt haben, ne? So. Grundsätzlich ist es aber so, die riecht auch ganz extrem, die ist sehr parfümiert, allerdings riecht sie eher wie so eine Nivea-Creme, also so nach einer Pflegecreme. Das muss man sagen. Und sie lässt sich natürlich ganz gut auftragen. Die Konsistenz ist so ein bisschen mußig. Allerdings ist es mit diesem Tiegel natürlich auch immer so eine leicht unhygienische Sache. Man könnte jetzt einfach mit seinem Foundation-Pinsel reingehen, man kann mit dem Finger reingehen. Ich mache es mit dem Wattestäbchen. Ich finde das dann noch am hygienischsten, aber generell bin ich eigentlich nicht so ein Tiegelfreund, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Das ist halt mit den ganzen Viren und Bakterien, kann da halt wirklich schnell was eindringen. Und ich glaube, das Produkt wird dadurch auch relativ schnell schlecht, ne? Aber mal im Vergleich gesehen zu den anderen hat das auch sehr gut abgedeckt. Ich finde nicht, dass es mehr abgedeckt hat als die Anti-Aging Foundation. Aber auch nicht irgendwie heftiger oder sowas. Es war im Endeffekt vom Gesamtbild recht ähnlich, bis auf den Unterschied, dass die ein bisschen glowiger aussieht. Ja? Also man sieht ein bisschen mehr Strahlkraft und es ist nicht ganz so matt. Allerdings glaube ich auch, hierbei kann man das Ergebnis auf jeden Fall noch verbessern. Denn ich glaube generell, dass diese Foundations einfach eher mehr für so einen Hauttyp ein, zwei Nuancen heller gut geeignet sind. NC20, wenn es sowas gibt, sowas in dem Dreh, würde ich sagen, da passt das viel, viel eher als für mich. Und das ist einfach sehr, sehr schade, muss ich sagen, denn dadurch, dass es so hell ist, wirkt es einfach maskenhaft. Der Unterschied zu der Anti-Aging Foundation ist einfach nur der, dass diese hier ein bisschen matter ist und die ist etwas glowiger, das heißt, diese Cream and Care Foundation ist, wie der Name schon sagt, einfach ein bisschen mehr feuchtigkeitsspendend. Sie riecht auch total nach einer Pflege, also wie so eine Nivea-Creme in dem Dreh, würde ich das beschreiben. Und auf keinen Fall parfümiert wie so ein Duft, also wie so ein Parfüm, sondern eher wie eine Creme. Ne? Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das fand ich noch am wenigsten schlimm oder anstrengend, sondern man hat das Gefühl, man trägt sich eine Creme auf. Allerdings hat man auch hier nicht die perfekteste Deckkraft. Dadurch, dass der Ton mir nicht gepasst hat, das ist eigentlich immer wirklich das Hauptproblem. Aber seht selbst, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Meinung von meinem Mann und dann sage ich euch noch mal kurz ein paar Worte dazu. Los geht's. Also Herzchen, du bist da. Und, was sagst du? Die sieht jetzt der von eben einigermaßen ähnlich, finde ich. Allerdings finde ich, die hat auch von der ersten was. Und zwar von der ersten hat die diese fleckige Gesamterscheinung. Mhm. Wenn jetzt zwei, drei Schritte von dir weg ist, ist es auf jeden Fall bisher, würde ich sagen, die beste. Finde ich auch, ne? So, Haut mich auch nicht um, aber das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass der Hautton nicht getroffen wird und nicht richtig ausgeglichen ist. Wenn das ein bisschen dunkler und gelber wäre, würde das viel mehr meine Rötung abdecken, oder? Ja, irgendwie sind die Rötungen teilweise nicht abgedeckt und an anderen Stellen wirkt es zu weißlich. Da ist irgendwie zu viel. Also. Das ist einfach schwierig irgendwie. Das ist irgendwie auch noch nicht ideal. Also, ich sag wenn ich das testweise aufgetragen hätte, würde ich sagen, nee. Ich suche weiter. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Aber es geht noch, im Vergleich zu eben sieht es nicht ganz so maskenartig aus. Ja. Wenn ich jetzt hier noch, sag ich mal, ein Foundation-Puder drüber geben würde oder so. Das können wir jetzt ja gerade mal machen, wie das dann ist. Aber es gibt ja auch welche, wo du das theoretisch nicht mehr tun müsstest, ne? Damit das wirklich... Ja. Die Judith hat auch einen Puder. Guck mal, wenn man das dann so drüber gibt... Damit ist das eigentlich ganz schön so... Es wirkt jetzt sogar, als hättest du auf den Backen irgendwie noch ein bisschen Rouge drauf. Weil die Stellen nicht hundertprozentig weg sind, weißt du? Gleichmäßig ist das nicht. Nee, es geht also auch nicht mit dem Puder von ihr großartig. Und du hast recht, hier die roten Stellen, die bleiben unten drunter. Die bleiben unten drunter und die sieht man dann. Ja. Vor allen Dingen hier auf der Seite. Ja, hier habe ich immer stärkere Rötungen. Ja, also man sieht es deutlich durch. Es ist jetzt einfach kein deckendes Produkt. Nee. Wo du das hinterher los bist und es sieht eigentlich nicht geschminkt aus. Das ist hier nicht der Fall, ne? Aber die sieht jetzt nicht so nach dickem Make-up aus wie eben die und deckt besser als die erste, also ich würde sagen.
Bisher noch am besten. Vielen Dank für deine Meinung. Wir haben noch eine. Kein Problem. In 10 Minuten hole ich dich wieder. Ja. Okay, ihr Lieben, jetzt bin ich echt gespannt. Einfach nochmal mit einer Schicht Puder drauf. So, also letztendlich, er hat das genau bestätigt. Das Problem ist einfach, dass man es extrem sieht, dass man Foundation aufgetragen hat. Aber hierbei ist noch das natürlichste Ergebnis von allen dreien, die wir bisher getestet haben. Insofern kriegt man Hoffnung. Also wenn ihr eine super trockene Haut habt, ich glaube, dann könnte euch das echt auch ganz gut gefallen. Und vor allen Dingen, wenn ihr ein bisschen heller seid vom Hauttyp her. Und wenn ihr kein Problem damit habt, eine Foundation in einem Tiegel zu benutzen. Dann geht es auch. Ansonsten würde ich euch eher davon abraten. So, und jetzt kommen wir zur letzten. Und zwar die neueste, die bei mir eingezogen ist. Die habe ich in dem letzten DM-Haul geshoppt. Das ist die Long Lasting Foundation. Und ihr erinnert mich von der Optik alleine schon mal voll an meinen Liebling von Ilia mit so einem Pump-Spender. Ich finde das total praktisch, muss ich ehrlich sagen, weil man es ganz gut dosieren kann. Sie hat eine mittlere Deckkraft, einen natürlichen Effekt, Lichtschutzfaktor 15 und hier ist auch noch Kollagenier steht hier drauf. Das ist eine schwerelose, flüssige Foundation mit Lichtschutzfaktor 15 kombiniert. Individuelle Deckkraft mit langem Hals. Sie legt sich wie ein Schutzfilter über die Haut und eignet sich perfekt für jeden, der Zeichen vorzeitiger Hautalterung verbergen will, für ein geschmeidiges, regeneriertes Hautbild im Handumdrehen. Kann man übrigens alle Foundations mit dem Finger, mit dem Pinsel, mit dem Schwamm auftragen. Es ist grundsätzlich egal, was da drauf steht. Probiert es einfach aus, was euch am besten gefällt. Für mich hat es sich einfach bewährt, die Sachen mit einem Pinsel aufzutragen und dann hinterher mit dem Schwamm reinzugehen. Diese Foundation habe ich jetzt tatsächlich zweimal getestet. Und habe das auch einmal nur mit dem Schwamm gemacht und nur mit dem Pinsel. Es ist kein Unterschied. Das Ergebnis ist zum ersten Mal echt nicht schlecht. Und zwar, der Hauptgrund ist, dass die Textur sehr, sehr leicht ist. Ihr seht das ja hier, das ist wirklich die, die am meisten von dem Teller runterrinnt. Wirklich sehr leicht und schwerelos ist. Und das ist genau sowas, was ich liebe an einer Foundation. Und jetzt kommt's, sie deckt Rötungen super ab. Das heißt, hierbei wird alles abgedeckt, die Schwerelosigkeit ist da und es passt zum ersten Mal sich wirklich meinem Hautton richtig an. Das heißt, wenn ihr ein NC30 seid, ihr steht auf eine leichte Formulierung, dann würde ich euch die tatsächlich empfehlen. Auch mein Mann fand sie nicht schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, ich trage sie ja heute auch. Ich bin, je öfter ich sie trage, umso begeisterter. Und heute habe ich mir zum Beispiel auch nur von NYX diesen High Glass Shine Primer unten drunter aufgetragen. Das finde ich ist ein super Ergebnis. Dadurch kommt voll die Leuchtkraft durch. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Mir gefällt auch mein Highlighter. Der hat jetzt zwar gerade damit nichts zu tun, aber vielleicht fragt ihr euch, was ich habe. Ich zeige nämlich hier von Maybelline den Master Chrome. Ich hoffe, den nehmen die nicht raus. Ich habe ihn gerade wieder entdeckt, weil ich wollte so ein bisschen im DM bleiben quasi mit den Produkten, die ich mir auftrage. Und ich bin so begeistert, wie wenn ich das jetzt sehe. Jedes Mal, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, denke ich mir, Hautton passt perfekt, Highlighter sieht cool aus. Das Einzige, womit ich nicht ganz so begeistert bin, ist mein Lidschatten. Da habe ich auch ihre Lidschattenpalette genommen. Ich bin allerdings auch nochmal in ein paar andere Farben reingegangen, weil dieses Lila hier, das ist sehr schwierig, dass man das zu der Intensität aufbaut. Das war nicht ganz so einfach, also die würde ich euch im Endeffekt auch nicht empfehlen. Aber summa summarum bin ich mega, mega happy, dass ich mich nochmal getraut habe und mir diese Foundation mitgenommen habe. Und ich muss sagen, das ist mit eine der besten Foundations aus der Drogerie, so wie es jetzt erstmal so für mich so wirkt. Ich habe sie jetzt 2 oder 3 Mal insgesamt getragen. Heute ist das 3. Mal, genau. Und das einzige Problem, was ich damit habe, ist, es setzt sich im Laufe des Tages hier in meinen Fältchen ab und die werden betont, obwohl ich die vorher sonst nicht betont habe. Also es gibt auch Make-up, zum Beispiel von L'Oreal, die Perfect Match, da ist das nicht der Fall, dass man das hier so sieht, aber da, die glänzt auch wesentlich mehr. Insofern, die werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Mir gefällt das Hautgefühl, das ist alles wunderbar. Also das ist für mich wirklich die einzige Empfehlung, die ich euch tatsächlich aussprechen kann. Und auch diesen Schwamm, den finde ich auch sehr, sehr gut.
Ansonsten würde ich alle anderen Foundations von ihr ehrlich gesagt eher skippen und wirklich lieber ein normales Make-up aus der Drogerie nehmen, wenn ihr das machen wollt. Zum Beispiel von L'Oreal gibt es die Perfect Match, das ist eine super Foundation. Allerdings müsst ihr dann natürlich nach eurem Hauttyp gucken und ihr müsst sie swatchen und müsst schauen, ob das irgendwie passt. Ich kann euch ja mal sagen, was ich da drin für eine Farbe habe. Bei der Perfect Match habe ich 3D, 3W, Beige, Doré, Golden Beige. Die habe ich bei ihr. Und da sind auch so leichte Schimmerpartikel drin. Das ist eine super Foundation aus der Drogerie. Die kostet genauso viel. Kann ich euch wirklich wärmstens auch ans Herz legen. Und von NYX, die Born to Glow, die ist auch sehr gut. Die habe ich in der Farbe 6.5 Nude. Einfach mal so als Referenz. Das wären die beiden, die ich euch empfehlen würde. Auch von Maybelline, diese Radiant Foundation, die ist auch gut. Also es gibt schon sehr, sehr viele gute Foundations auch in der Drogerie. Das muss man ganz klar sagen. Und die gehört auf jeden Fall für mich jetzt mit dazu. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Foundation von Judith Williams ausprobiert habt, ob ihr zufrieden wart oder nicht, welche ihr gut findet, was für ein Hauttyp ihr seid. Das wäre natürlich auch nochmal wichtig. So können sich alle miteinander auch ein bisschen austauschen. Und schreibt mir mal, ob ihr die schon probiert habt. Das ist wirklich eine, wenn ihr was von ihr probieren wollt, die ich euch wirklich empfehlen kann. Und ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat, wie gesagt, diese Foundation als einzige wirklich richtig gut gefallen. Die hat mich auch überzeugt. Alle anderen würde ich euch nicht empfehlen. Und wenn euch aber dieses Video gefallen hat und ihr noch gerne weitere Foundation-Reviews, Make-up-Tutorials und sowas sehen wollt, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich verlinke euch auch gerne nochmal zwei weitere Videos von mir. Hier könnt ihr abonnieren und dann würde ich mich super freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und sage Tschüss, bis dann!